Hallo und herzlich willkommen zu meinem Projekt. Da ich ein großer Fußballfan bin, habe ich mir die Aufgabe gestellt, die Geschwindigkeit eines Schusses in Richtung des Tores zu messen. Hier könnt ihr mein kleines Fußballfeld sehen. Um das Kabelchaos zu lösen, habe ich diese mit Kabelbindern zusammengebunden. Das Feld besteht aus dem Arduino Mega, einem Display, zwei Lichtschranken, die jeweils aus zwei Lasern und zwei Fotoelementen bestehen. So habe ich meine Schaltung aufgebaut. Wie schon erwähnt, habe ich den Arduino Mega verwendet. Diesen habe ich mit dem Display verbunden. Zudem sehen wir zwei Fotoelemente und zwei Laser, die als LED festgehalten wurden, da diese im Programm nicht zur Verfügung stehen. Um die Spannung zu mindern, wurden zusätzlich Widerstände hinzugefügt. Das Programm wurde mit Arduino geschrieben. Zuerst habe ich die benötigte Bibliothek eingebunden und die Pins festgelegt. Die Strecke beträgt 20 cm. Um den Display zu verbinden, habe ich im Datenblatt nachgeschaut und diesen verbunden. Das Programm startet jetzt. Es ist folgendermaßen aufgebaut. Sollte das erste Signal geschwächt werden, also unter 600 fallen und der Fußball das zweite Signal überqueren und dies auch unter 600 fallen, wird die Messung vorgenommen und in Kilometer die Stunde am Display ausgegeben. Mit Print lassen wir die Geschwindigkeit auf dem Display anzeigen. Das Programm ist nun bereit für den Versuch. Wie wir sehen konnten, hat der Versuch geklappt und die Geschwindigkeit wurde korrekt am Display ausgegeben. Schaffen Sie, stärker zu schießen? Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuschauen.